Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Und zwar möchte ich heute mit euch zusammen ein Mini-Album basteln, was in der Form von einem Schmetterling ist, wenn man das Ganze aufklappt. Ja, ich denke mal, dass das Video ziemlich lang gehen wird, aber ja, wer lange Videos nicht mag, dann ja, spult vor oder sonst was, aber ich möchte halt wirklich genau erklären, so dass es halt jeder nachmachen kann. Was wir dafür brauchen, ist als erstes, ihr solltet euch halt ein Blatt nehmen einfach und euch da halt so einen halben Schmetterling aufzeichnen. Oder ja, ihr könnt es auch direkt auf Pappe machen, weil wichtig ist halt, dass ihr die spätere Schablone auf Pappe macht, weil das Problem ist halt, wenn ihr das jetzt auf einem dünnen Papier nehmt, dann hier drauflegt und nachzeichnet, verschiebt sich das zu leicht. Und dann kann es ja sein, dass die Form nicht mehr stimmt. Und gerade bei so einer Form, wie wir jetzt halt machen, mit dem Schmetterling ist halt wirklich sehr wichtig, dass das Ganze halt sehr genau gearbeitet wird, weil halt sonst das ganze Buch grauenhaft aussieht. Ja, also wie gesagt, macht euch einfach so einen halben Schmetterling aufmalen, schneidet den aus, dass ihr so eine dickere Schablone habt. Und wer jetzt sagt, oh Gott, ich kann überhaupt nicht zeichnen oder irgendwas, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann probieren, entweder meine Vorlage, also wenn ihr jetzt sagt, die Größe so gefällt euch, kann ich probieren, dass ich das irgendwie einscanne und auf meine Facebook-Seite irgendwie hochlade als Dokument. Müsste ich mal gucken, wie das funktioniert, weil das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Oder alternativ, ihr öffnet einfach Google, gebt in die Bildersuche Schmetterling ein, druckt euch irgendein Bild in der entsprechenden Größe aus, was euch gefällt, schneidet einen halben Schmetterling aus und benutzt das halt als Schablone. Ja, also wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ihr könnt selber nicht zeichnen, dann geht das definitiv auch so. Ja, also wenn ihr die Schablone habt, dann nehmen wir uns so Cardstock. Ja. Also ich habe jetzt einfach mal so leicht gelblichen genommen, weil wirklich sehen wird mit dem im Endeffekt eh nicht mehr. Deswegen ist es eigentlich relativ egal, welche Farbe ihr nehmt. Ihr nehmt euch dann einfach den Cardstock. Legt euch die Hälfte an und wichtig ist jetzt, dass ihr hier am Rand erstmal, dass es gleichmäßig liegt, so, so ein Stück dran lasst. Also nicht direkt am Rand anlegen, sondern so ein Stückchen. Ich mache das jetzt einfach mal markieren, weil das müsst ihr eh. Das ist so. So. Machen wir nochmal kurz den halben Flügel hier. Hier oben das gleiche, hier rüber gehen. Und so. Mach den Flügel schnell zu Ende. Jetzt seht ihr es, glaube ich, was ich meine. Das Stückchen hier. Das ist halt wichtig, weil wir das für die Bindung nachher brauchen. Weil wir wollen hier keine einzelnen Seiten haben, sondern das Ganze soll ja ein komplettes Mini-Album werden. Dementsprechend brauchen wir halt hier diesen Abstand. Ihr könnt euch das Ganze natürlich auch ausmessen, ja, aber ich bin ehrlich gesagt kein Freund von irgendwelchen Maßen ausmessen. Ich mache meine Projekte eigentlich immer frei nach Gefühl raus. Dementsprechend habe ich das jetzt hier auch einfach ja, nach Gefühl gemacht. Ihr solltet halt gucken, dass sie ungefähr gleich sind. Also nicht, dass ihr jetzt auf der einen Seite habt, also ein Flügel hat jetzt so und der nächste hat dann so und dann wieder einer so. Also das solltet ihr schon halbwegs gucken, dass das Ganze relativ gleichmäßig wird. Ja, aber das ist ein Augenmaß. Also wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das auch gerne abmessen. Würde ich euch so, ja, so einen halben Zentimeter etwa empfehlen. Und ansonsten macht ihr es einfach so wie ich auch. Einfach vom Gefühl her, zack. Ich hoffe, ihr seht was. Ja. So. Jetzt haben wir zwei Stück und für das ganze Mini-Album brauchen wir sechs Stück. Das heißt, wir werden jetzt erstmal sechsmal diesen Flügel aufzeichnen und dann anschließend ausschneiden. Das mache ich auch mal geschwind und dann machen wir weiter, ihr Lieben. So, ihr Lieben, also weiter geht's. Wenn ihr das Ganze aufgeschnitten habt, also die sechs Teile, ne, dann müssen wir hier dieses Ding, was wir vorher dran gelassen haben, falzen. So, wenn ihr ein Falzbrett habt, dann klar, könnt ihr es einfach mit einem Falzbrett machen. Ich habe eins, aber ich habe es jetzt auch mit Absicht mal anders gemacht, weil ja nicht jeder mal ein Falzbrett zu Hause hat.
Wenn ihr keins habt, dann könnt ihr euch halt entweder nehmt ihr euch einfach ein Lineal. So. Legt euch das Ganze so an diese Kante schön an. Dann könnt ihr zum Beispiel entweder so ein Dotting-Tool nehmen und geht dann einfach so hier drüber. Oder wenn ihr kein Dotting-Tool habt, könnt ihr einfach einen alten Kuli nehmen. Halt irgendwas, wo halt ja so eine bisschen Spitze hat, wo aber halt nicht zu scharf ist. Weil wenn ihr jetzt zu scharfes Gegenstand nehmt, dann kann es sein, dass es euch reißt, das Papier. Deswegen, ich nehme beim Dotting-Tool auch immer die dicke Seite, weil mit der dünnen ist mir auch schon passiert, dass das Papier gerissen ist. Ja, das macht ihr bei allen sechs Teilen. Und dann, wenn ihr diese Falz habt, knickt ihr die einfach nach, die Falzlinie. So, ihr Lieben. Seht ihr, weil das brauchen wir für die Bindung. Dann brauchen wir noch so ein kleines rechteckiges Stückchen. Und zwar muss das halt die eine Seite auf jeden Fall die gleiche Länge wie wie euer Schmetterling haben. Also ihr seht es hier. Das ist jetzt auch nicht 100% akkurat bei mir, aber das ist nicht schlimm. Das kann man nachher alles noch ändern. Jedenfalls halt 7, also bei mir waren es jetzt 7 cm. Genau. Bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen verrutscht beim Ausschneiden, aber ist wie gesagt überhaupt kein Problem. Halt, es sollte halt ungefähr die Länge sein. Und dann halt noch die Länge, also es kommt hier so hin. Und dann halt noch genügend Platz für die einzelnen Seiten. So, meine Lieben, jetzt fangen wir einfach mal an. Zwar drehe ich das jetzt einfach mal um, weil hier bei dem Cardstock, wo ich habe, ist das hier oben so ein bisschen gemustert. Und hier unten ist gerade und ich habe einfach ein bisschen Bedenken, dass das hier auf dieser gemusterten Seite ein bisschen schlecht wird vom Kleben. Deswegen nehmen wir jetzt einfach die Seite hier, die ganz glatte. Und jetzt kommt die fummelige Arbeit. Ich hoffe mal, dass das so jetzt auf Anhieb funktioniert. Ich habe das Album vorher auf die Art und Weise auch noch nie gemacht, also in so einer abgewandelten Form. Dementsprechend müssen wir einfach mal schauen jetzt. Ja, jetzt will der Kleber natürlich nicht. Ja, also das ist immer so eine Geschichte bei dem Kleber, ich weiß auch nicht. Der ist von der Klebekraft her, ist der bombastisch, ja. Also da liebe ich den Kleber wirklich über alles, aber irgendwie ist das mit der Düse jedes Mal so ein Problem. Halt einfach, ja. Oder ich habe einfach schon zu viel, also ist nicht mehr genug drin, das kann natürlich auch sein. Ah, doch, jetzt. Ich nehme den Kleber vorsichtig verteilen. Aber schon, dass ihr ordentlich drauf habt, weil das ist, die Bindung soll ja auch euch halten. Bringt ja nichts, wenn das Buch dann eine Woche hält und danach ist es kaputt. Deswegen schön großzügig den Kleber auftragen, so dass ihr über was habt. Dann nehmen wir unser Papierstückchen. Also beim ersten Teil können wir es zumindest so machen. Legen das hier so bündig an die Kante an. So. Und drücken das kurz ein bisschen fest. Ja, und schon haben wir die erste Seite von unserem Flipbook quasi. So, jetzt machen wir das natürlich mit den nächsten Seiten auch. Müssen wir natürlich gucken, dass wir auch die richtigen haben. Also könnt ihr euch vorsichtig etwas aneinander legen, weil so seht ihr, jetzt hätten wir jetzt Seite verkehrt rum und Flügel wird überhaupt nicht passen. Also passt das. So rum passt das Ganze. Aber der hat jetzt falls nach da, also würde es sich jetzt anbieten, den als letztes zu nehmen. Deswegen gucken wir erstmal, dass wir noch einen anderen Flügel haben, wo die Falz. Obwohl, mir ist eigentlich egal, ihr Lieben. Ja.
Genau. Also wichtig ist halt, wie gesagt, nur immer, dass die Flügel richtig rum sind. Ich lege mir jetzt gleich einfach mal kurz alle daran, dass die alle gleich richtig liegen. Für später. So. Weil das wäre halt extrem ärgerlich, wenn ihr dann nachher feststellt, oh, das passt doch nicht irgendwie. Und dann ist die ganze Arbeit ja, ruiniert. So. Jetzt machen wir hier auch wieder den Kleber schön dran. So. Die schön verteilen. Und jetzt klebt ihr das einfach direkt auf das erste drauf. Also ich hoffe, man sieht das, wie ich das meine. So. Und wichtig ist halt, dass ihr jetzt guckt, dass das hier halt schön bündig ist, wenn es steht. So. Also das ist halt ein bisschen friemliche Arbeit. Und da würde ich euch ja wirklich raten, euch da lieber ein bisschen mehr Zeit zu lassen, wie dass ihr euch das ganze Buch versaut. Weil wenn die Bindung nicht stimmt, dann ja, stimmt das halbe Buch leider nicht. Ist leider so. Aber ihr seht, es passt soweit. Ein Polen, da ist noch ein kleiner Tick, ne? Aber gut, das finde ich jetzt persönlich alles andere als tragisch. Deswegen. Ja, doch, aber so ist gleichmäßig, seht ihr? Genau. Ja. Also. Und so seht ihr jetzt schon, wie das im Endeffekt dann aussehen wird. Dass wir unseren wunderschönen Schmetterling haben. So. Das so. Jetzt haben wir wieder die nächste Seite. Hier auch wieder schön Kleber. Ja, und so machen wir das dann bei allen Seiten. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon bei der letzten Seite. Und da auch wieder das gleiche. Einfach schön anlegen. So, und wenn ihr seht, so passt das Ganze jetzt. Schön bündig. Ich meine, dass sich das so ein bisschen verschiebt, ist normal. Das ist ja einfach nur ein, ja, auf Papier. Aber so passt das sehr gut, das Ganze. Jetzt seht ihr hier die Abstände. Wird immer ja so einen halben Zentimeter etwa gemacht. Ja, und jetzt lassen wir das Ganze einfach ein bisschen trocknen. Und wenn das getrocknet ist, dann schneiden wir hier oben einfach das ab und dann geht es eigentlich auch schon ans Verzieren. Weil, wie gesagt, die Bindung haben wir eigentlich soweit. Ihr seht, jetzt kommt halt wirklich dieser schöne Effekt, dass hier halt immer, wenn man die Seiten aufmacht, dieser Schmetterling zum Vorschein kommt. Und das finde ich halt einfach traumhaft. Weshalb ich halt unbedingt auch so eine Art Album mir erstellen wollte. Ja, und natürlich könnt ihr es euch aussuchen, ob ihr den ganzen jetzt so rum haben möchtet. Oder so rum, wobei ich ihn so rum eigentlich fast schöner finde. Aber ja, wie gesagt, ihr Lieben, wir lassen euch das jetzt trocknen und dann geht's ans Gestalten. So, ihr Lieben, ich habe das jetzt ein bisschen trocknen lassen, das Ganze. Und ja, von dem her würde ich sagen, machen wir uns mal an die Gestaltung. Ja. Jetzt geht es schon los mit der M. Also ich habe mir jetzt fürs Cover, werde ich das Papier auf jeden Fall nehmen, weil ich das eigentlich recht schön finde und gerade für den Schmetterling. Und dann hat man danach auch noch viele Verzierungsmöglichkeiten.
Jetzt könnt ihr euch natürlich die Schablone, wo wir vorher hatten, entweder nehmen, aufzeichnen, zurechtschneiden und draufkleben. Was ich am Anfang auch gemacht habe, wobei ich halt inzwischen das anders mache. Und ich werde es jetzt auch so machen, wie ich es in letzter Zeit immer gemacht habe. Weil ich habe mit dem Aufzeichnen da immer ein bisschen, ja, das Problem hatte, dass man, wenn es dann nicht hundertprozentig akkurat liegt, dann stehen die Seiten gegenüber und keine Ahnung was alles. Deswegen mache ich das inzwischen ein bisschen anders. Aber jetzt drehen wir erstmal das Papier um. So. Und zwar mache ich das jetzt inzwischen so. Genau. Also ich nehme dafür meistens doppelseitiges Klebeband und nicht den normalen Flüssigkleber. Also für die Bindung Flüssigkleber, aber für alles, was mit Verzierung zu tun hat, nehme ich eigentlich so Tape. Und dann mache ich das einfach mal schön drauf überall. So. Also doppelseitiges Klebeband, wenn ihr euch gerade fragt, was ich mit Tape meine. Weil ich habe halt einfach bei so Papierkleben direkt irgendwie ja, ein bisschen schlechte Erfahrung gemacht. Wenn ich das mit Flüssigkleber genommen habe, dann hat das meist angefangen sich zu wellen und keine Ahnung was. Und deswegen mache ich das eigentlich inzwischen immer nur noch mit doppelseitigem Klebeband. Und ich hatte da jetzt auch noch nie Probleme, dass er jetzt nicht gehalten hätte oder sonst was. Ist zwar auch ein bisschen gefriemelt, vor allem bei dem dünnen, was ich gerade habe. Aber ja, das dünne habe ich jetzt schon eine Weile rumliegen und nie verwendet. Und irgendwann muss es ja auch mal aufgebraucht werden, zumal ich von dem glaube 10 Rollen oder so noch rumliegen habe. So, jetzt machen wir das einfach mal. Schön gut verteilen, dass ihr überall was habt. Und das Ganze könnt ihr dann auch gleich hier und hier machen. Und das mache ich jetzt mal kurz, ihr Lieben, und dann sehen wir uns gleich wieder. Sonst dauert das Video viel zu lange. So, ihr Lieben, ihr seht, ihr habt mir jetzt überall dieses doppelseitige Klebeband drauf gemacht. Jetzt, das ist ja die Seite, wo man nicht sehen soll. Und jetzt nehmen wir einfach den Schmetterling, also die unterste Seite hier. Also da ist ja der Kleber, ne? Und legen die einfach so drauf. Schön am Rand, weil der Schmetterling ist halt relativ groß und ich möchte ja schon, dass das ja komplett damit abgedeckt ist. Genau, wir hätten eigentlich auch die andere Seite nehmen können. Zeigt den Flügel da unten, aber. Ne, ihr seht, also es klebt schon fest, aber ist jetzt auch halb so wild. Ja. Und jetzt? Moment, ich brauche kurz mein Dotting-Tool, weil es gerade irgendwo verschollen ist. Vor lauter. Ah, da ist es. Genau. Nehme ich mal mein Dotting-Tool. Und gehe hier an dieser Kante, mache da eine kleine Falz rein in das Papier. Einfach damit wir das gleich besser umknicken können. Wenn wir das nicht gleich knicken müssen. Ja, und jetzt nehmen wir das vorsichtig. Und klappen das so rüber. Doch noch mal runter machen. Ihr seht, das Klebeband bett wie sonst was. Gut, dann können wir jetzt gleich die richtige Seite nehmen. Man hat die schräg angesetzt, deswegen hätte das jetzt nicht gepasst. Also, das gleiche Spiel nochmal. Diesmal richtig.
Jetzt passt das Ganze. Also. Nein, doch wieder nicht. Also ihr seht, das will heute nicht ganz so bei mir. Das ist wieder der typische Vorführeffekt. Wobei es halt auch sehr knapp ist mit dem Papier, das muss ich auch zugeben. Aber jetzt hoffe ich mal, alle guten Dinge sind ja drei. Ne? Oder auch nicht. Einfach so. Ja, alle guten Dinge sind drei. So. Also. Das war jetzt mal wieder typisch Fell, ne? Aber naja, so ist halt. So, einmal rumklappen. Und auch rumklappen. Ja, und jetzt seht ihr, jetzt wird hier ein Stück, also ja, da ist das Papier einfach ein kleinen Tick zu klein dafür. Aber das ja. Das lassen wir jetzt einfach, da lasse ich mir nachher irgendwas einfallen, wie wir das schön verzieren. Und ja, von dem her. Ja, ihr Lieben, was jetzt kommt, ist ganz einfach, dass wir das Ganze jetzt aufschneiden. Also einmal komplett außen drum herum. Mal jetzt auch geschwind und dann sehen wir uns wieder, ne? Tja, so ihr Lieben, wie ihr seht, ist das Ganze jetzt getrocknet und ihr habt das Ganze jetzt auch schon mal ausgeschnitten. Ja, und wenn ihr das habt, dann legt euch einfach das Ganze so rum hin, ja? Und wir haben hier vorher schon vorgefalzt und dann drückt ihr das einfach so wieder nach oben. Also es geht ein bisschen schwer, aber es funktioniert. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite das gleiche. Und schon haben wir das Grundgerüst komplett fertig. Ja, das mit den Seiten werde ich jetzt natürlich überall machen. Also überall schön die Seiten so drauf kleben, so wie hier. Ja, hier seht ihr jetzt den kleinen Fell, wo ich hatte. Ich habe hier dann mal so ein Stück. Ja, sieht jetzt nicht so toll aus, aber das macht man ja mit Verzierung noch irgendwie weg. Ja, und dann kann man jetzt loslegen mit den einzelnen Seiten gestalten. Und ich werde aber mal sagen, damit das Video nicht zu lang wird, ihr Lieben, machen wir einfach. Ja, also ich werde für die Gestaltung ein extra Video machen. Also ich werde das Video jetzt hier vom Aufbau quasi an der Stelle beenden. Und mache dann ein separates Video, wie ich die ganzen gestalte. Und das werde ich euch dann aber, denke ich mal, im Schnellvorlauf ein bisschen zeigen, weil das wird, denke ich mal, noch eine ganze Weile dauern. Und ich möchte nicht, dass ihr euch danach, keine Ahnung, ein 3-Stunden-Video so angucken müsst. Deswegen, ja, lassen wir das dann einfach im Schnelldurchlauf. Und da seht ihr dann aber auch alles, wie ich was genau mache. Und wenn ich jetzt nochmal irgendwas machen sollte, was man erklären muss, dann werde ich das natürlich auch im Schnelldurchlauf erklären. Aber ich denke mal, beim Gestalten sollte jetzt eigentlich nicht so viel sein. Und ja, wie gesagt, man sieht das schon mal richtig schön, diese Schmetterlingsform. Und ich finde es einfach nur traumhaft schön. Und ja, seht ihr auch die Bindung. Ja, ihr Lieben. Von dem her, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann ab damit in die Kommentare. Schreibt, ihr könnt wirklich alles fragen. Also soweit möglich werde ich dann natürlich auch probieren, das Ganze zu beantworten. Und ja, allgemein dürft ihr natürlich auch einen Kommentar da lassen, ob euch das Ganze gefallen hat und so weiter. Und ob ihr noch weitere Wünsche habt. Und ja, ihr Lieben, von dem her würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, weil es ist jetzt inzwischen relativ spät geworden. Und wir sehen uns dann bei der Gestaltung. Tschüss!